Schön sind die Morgendämmerungen, wenn ich, zwar noch träge vom Vorabend, in der beginnenden Helle die grün bewaldeten Berge von Burma und die noch erleuchtete Spitze der goldfarbenen Pagode auf einem nahen Hügel vom Bett aus in den Blick bekomme. Ich bleibe dann noch etwa eine Stunde liegen, schließe die Augen wieder und lausche dem aufkommenden Gesang der Vögel, einem aufmunternden Schnattern, Pfeifen und Gurren in den Tag hinein. Vögel, die sich ihrer Art nach miteinander zu unterhalten scheinen und sich gegen die anderen Vögel behaupten wollen. Da ist ebenso das Krähen der Hähne gleichfalls von allen Seiten im Antwortspiel, während ich beinahe jeden Morgen den Alten höre, wie er mit einer Harke vor dem Haus gegenüber dem Boden zu arbeiten beginnt. Er baut Gemüse an. Wenn es in der Nacht geregnet hat, dringt das Quaken einiger Kröten, die unter den Sträuchern hocken, zu mir herauf. Und manchmal höre ich das Schnattern eines großen Geckos, den ich noch nie gesehen habe, der aber offenbar im Dachstuhl haust. So genieße ich jeden Morgen dieses Konzert von Pirolen, Nektar, Vögeln und Staren, die ich mir mit geschlossenen Augen gut vorstellen kann. Und ich registriere sehr genau, wenn sie ihre Position gewechselt haben und ihre Gesänge zunächst vom Dach des Nachbarhauses und wenige Augenblicke später von einer der Kokospalmen im Garten erklingen. Zikaden sind nicht mehr da. Ich weiß nicht warum. Ich vermisse ihr sirenenhaftes, fortwährendes Sirren, das mit der Helligkeit beinahe abrupt abbricht oder besser gesagt, wie in einer plötzlichen Kreuzblende die Vögel des Morgens hörbar werden lässt oder ließ. Die Zikaden sind ja nicht mehr da. Anderes ist da und es bleibt. Wusstest du eigentlich, dass Pirol auf Französisch Loriot heißt? Nee. Der hat sich danach benannt. Ah ja. Bülow ist nämlich der Pirol. Ich lese den Anfang vom Osterspaziergang im Wald von Jerusalem. Schwarzgraue Krähen werfen im Flug Knochen und Fischköpfe über meiner Terrasse ab. Sperlingsrabauken plustern sich auf, flattern, schreien und kämpfen. Graue Steintauben und zarte kleine rostrote Turteltauben gurren. Das Weibchen duckt sich unter die Brust des Männchens und zwickt ein Stück Zweig ab, den er im Schnabel trägt. Den Rest vom Ast hebt er vorsichtig über den Nacken des Weibchens und legt ihn am anderen Ende des Nestes ab. Seine Knopfaugen beobachten mich beim Kaffeekochen. Das Weibchen legt im Abstand von 4 Tagen 2 Eier und verbringt Stunden mit Schlafen und Wärmen, während ich hinter dem Rücken der Taube verstohlen Hühnereier in die scharfe Tomatensoße schlage, um mir ein typisch israelisches Frühstück zu bereiten. Auf den flaumigen Ästen eines noch unbegrünten Essigbaums, der ausschaut wie das Geweih eines jungen Hirsches, landet ein Schwarm Spechte. Haben sie wie ich den Baum für tot gehalten und voller Maden gewähnt? Die letzten Monate waren kalt und regnerisch. Die Wäsche trocknete nicht auf dem Balkon vor dem verrosteten Eisengitter. Doch die Abrollgeräusche der Reifen weisen nicht auf Regen hin. Heute werde ich versuchen, durch den roten Matsch zu wandern. Grüne Papageien stürzen auf den Feigenbaum, dessen Blätter Esszeller groß wachsen. Das Kreischen zerstört den Dschungelklang der afrikanischen Bülbüls. Ihre braunen Leiber tragen schwarze Köpfe und gelbe Federn um die Kloake herum. All die Vögel sind im Winter im Land geblieben. Die 500.000 Zugvögel, unter ihnen die großen Storchenschwärme, fliegen im Frühling über den Korridor zwischen Mittelmeer und Rotem Meer. Wegen der ungeheuren Anzahl erfanden die Israelis jene Flugzeugtechnik, die es ermöglicht, automatisch Vogelschwärmen auszuweichen. Denn die Vogelschwärme ließen mehr Militärmaschinen abstürzen, als durch Feinde abgeschossen wurden.
Wir fahren jetzt von Jerusalem ans Tote Meer. Die Fahrt dauert nicht lange, nur 2 Stunden ungefähr, wie ja überhaupt alle Strecken in dem winzigen Land nicht weit sind. Totes Meer. Spitznasige, mausgraue Felsen unter einem rosa-lila Himmel. Er schaut sich im Spiegel an, sodass auch zwischen den spitzen Felsen ein glattes lila Rosa liegt. Gott war ein Kind, als er das tote Meer und seine Umgebung schuf. In die Spalten stellte er Steinböcke. Sie stehen immer noch da, wie angewurzelt. Aber niemand schlägt hier Wurzeln, weil unter dem Boden kein süßes Nass wartet und der bunte Himmel nicht regnet. Tut er es einmal im Jahr zwischen November und März, springt das Wasser gleich von Stein zu Stein und schießt die Rinnen herunter durch die Wadis. In dieser Hektik versäumt das Wasser, in die Erde zu dringen. Die Menschen haben ein schwarzes Band um den See gelegt, auf dem fahre ich unter bonbonfarbenem Himmel am geschmolzenen Lolli entlang, mit einem Auge auf das Anthrazit, ob es herunterrollen und mich erschlagen will. Neben dem Asphalt zieht sich ein stacheliger Zaun, bis ein Wohnwagen und ein Wärterhäuschen auftauchen. An denen lungern bewaffnete Twents in Militärkleidung und langweilen sich. Coole Kopfsonnenbrillen tragen sie auf sonnengebräunten und gecremten Nasen, Uzis über den sportlichen Schultern. Zu den Twents führen Seile. Die liegen auf dem Boden und überqueren die Straße. Wenn die Soldaten daran ziehen, schleifen eiserne Stachelmatten in die Mitte der Fahrbahn und lassen Reifen platzen. Wer passieren darf, der passiert bald auch am rechten Hang einen exotischen Garten. In dem kann man für viel Geld wohnen. Wer kein Geld besitzt, fährt weiter, stellt sein Gefährt für ein paar Stunden auf einen Parkplatz und steigt links ab ins Meer. Dort sind die Steine in Salzkruste gebacken. Ich hebe einen auf und lecke an ihm. Ich werfe ihn fort, das Salz springt ab. Die Bitternis spucke ich in den dunklen Sand. Ich steige ins Spülwasser. Auf der Oberfläche bildet es Schlieren und schleimt um meinen Körper herum einen schmierigen Film. Kein Fisch, keine Wasserpflanze, nicht einmal eine Alge mag darin leben. Ein Tropfen spritzt auf mein Lid, ich wisch ihn ab. Infolgedessen klettere ich jetzt jammernd über rote und schwarze runde Steine, um fremde Menschen von der Süßwasserdusche zu stoßen. Matt, schwarz bematscht stehen sie um mich her und warten. Der Morast trocknet auf ihren Leibern und schauspielert Neoprenanzüge. Doch die Anzüge lassen sich abwaschen, wenn nur die Dusche freigegeben würde. Ich stolpere zurück ins Schleimsalz, diesmal bedacht, die Glätte nicht zu kräuseln. Die digitale Leuchttafel am Pfahlbau der Lebensrettung zeigt 48 Grad Celsius Lufttemperatur an. Ich bekomme eine Gänsehaut. Wie hohe Temperaturen überlebt ein Mensch? Ich schaue mich um. Außer mir gerät niemand in Panik. Palästinenserinnen in Chadors sitzen am Ufer und im Nass und essen Wassermelone. Ein sehr hellhäutiger Orthodoxer hat nichts an als seine Schläfenlocken und versucht, eine Unterhose von Calvin Klein überzuziehen, bevor jemand sein schönes dunkles Schamhaar sieht. Das Handtuch ist in den Sand gefallen. Er schlägt es aus und wirft es einem Bodybuilder zu. Der hockt im Meer und umarmt seine Freundin. Das Handtuch fängt er auf, hängt es ihr um. Sie erhebt sich aus dem Wasser, steigt das Ufer hoch. Seltsames Vorgehen. Vielleicht rührt es von einem zerrissenen oder verschmutzten Bikini. Deutsche Touristen schießen das Foto, das sie in ihren Reiseführern gesehen haben. Im See sitzender Zeitungsleser. Wer keine Zeitung mitführt, bedient sich des Reiseführers. Ein Zitat wird zitiert. Ich denke über die Postmoderne nach, während ich versuche, die Füße ohne umzukippen
unter die Oberfläche zu drücken, um eine Vertikale zu bilden wie eine Boje. Ich fürchte mich vor dem Wasser, das die Gesetze unserer Erfahrung bricht. Ich habe Angst vor der Hitze, obwohl ich sie nicht empfinde, was mich noch mehr irritiert. Darum steige ich aus Gottes Kinderspiel aus und fahre bis in Boca. Dort stehen Hotels, wo einst Lots Frau stand. Vor Schreck und Grauen ist sie angesichts von Sodom zur Salzsäure erstarrt. Das war schon damals eine aus der Natur abgeschaute Metapher. Wo weder Badende noch Mineralindustrie liegen, bildet das Salz Figuren. Wo Hotels und Touristen sind, ist die Natur nicht gefährlich. Hier will ich es erneut wagen. Ich muss das in der Welt einzigartige Element kennenlernen, bis die saure Angst ins salzige Meer weicht. Doch als ich hinausschwimme, schlägt mir der Schwefelgestank der Hölle entgegen und wirft Blasen auf das glatte Wasser. Der Teufel liegt in der Badewanne und furzt. Auf dem Grund verbirgt sich ein Loch. Eine Stunde umkreise ich schwimmend den Blubber, bis ich wage, über ihn hinweg zu schwimmen. Der Gestank bringt mich fast um, aber nichts zieht mich tiefer als die 400 Meter, die ich schon unter Erdoberfläche und Meeresspiegel bin. Der Beweis ist erbracht, die Hölle existiert weder auf noch in diesem Planeten. Sie ist von Menschen gemacht. Die Hölle ist ein Hirngespinst, das machtlüsterne Leute in leergeräumte Köpfe gesetzt haben. Mit dieser Erkenntnis und stolz geschwellter Bikinibrust steige ich an den Strand und mische mich unter 100 russische Rentnerinnen und Rentner. Ich steige ins Auto und fahre in die Gesteinswüste des Negev. Verblichenes Rosa, Gelb und Grau, nie vergehender Plastiktüten wehen über verrostete Dosen und Autos. Beduinen bewohnen Plastikplanen über Metallstangen. An den Straßenrändern warnen Schilder, Feuerzone, militärisches Gebiet. Lautes Geräusch klingt Kampfflugzeuge an. Sie fliegen wenige Meter über den ebenen Erdboden neben meinem Fahrzeug. Fliegen sie ein Übungsmanöver oder geht es nach Gaza? All die tote Materie und das Todverheißende fallen stärker auf als der Steinbock im Straßengraben. Er erntet das spärliche Gras in der Wasserrinne. Die Berge hinter mir streifen schwarze, lange Kleider über. Der Himmel wird nächtlich. Eigenes Erleben. Wie das so ist, wenn abends alles gesagt ist und man sich sicher fühlt, dann kommen die heimelig schaurigen Geschichten auf den Tisch, auf dem der Wok auskühlt und die Suppen gegessen sind. Es entspannt sich eine lebhafte Unterhaltung zwischen zwei Marktfrauen, dem Schwager der einen und der Großmutter der anderen. Gerüchte zum Nachtisch. Er habe ihr den Teller mit den Früchten aus der Hand geschlagen, ihm die Reifen des Fahrrades blockiert und beim Bauern drüben sei das Wasser im Schlauch rückwärts gelaufen und nicht aufs Feld in den Garten. Er, das ist jeweils ein Geist und vermutlich immer ein anderer. So genau weiß das niemand, wie denn auch, wenn niemand sehen kann, wie der sein Unwesen treibt, aber spüren. Spüren können sie ihn alle und je stärker an ihn geglaubt wird, desto sicherer kommt er irgendwann. Da schwört der Mensch bei offenem Mund, dass man das Rote darin sieht und man fühlt sich an die Kindheit erinnert, wenn man sich mit der Taschenlampe in den Rachen leuchtete und es darin recht gruselig aussah, schwört Stein und Bein, dass das Wasser beim Nachbarn in Lachen auf den Fliesen im Haus anstatt auf dem Acker lag. Er habe es selbst gesehen und wie der Bauer auf dem Stuhl saß bei weit geöffnetem Mund und sich das Herz hielt. Und so reiht sich nun eine Geschichte an die andere, während weiter Bier- und Eiswürfel in die Gläser gegeben werden, wie er sie nachts auf dem Heimweg von hinten an die Wade gepackt, er ihn im Bett gewürgt, bei der Oma an den Fenstern gerüttelt hat, und wenn der Schrank knackt, davon reden wir hier erst gar nicht.
Sie, die Oma, haben nun ein paar chinesische Gegendämonen vor die Eingänge gehängt. Das sind Fratzen, meist aus Plastik, die über der Tür hässlich grinsen. Manch einer hat ein kleines Häuschen an einer langen Holzstange am Zuweg. Darin sind Opfergaben, Obst, Gebäck und Schnickschnack, damit der Geist sich daran gütlich halten möge. Was aber manchmal nicht funktioniert, da diverse Spatzen das als Vogelhäuschen betrachten, aber womöglich ist das ja der Geist höchst selbst und somit wäre wieder alles in Ordnung. Bei ihm, und erwischt vor Erregung beinahe den Wok vom Tisch, sei vor Jahren mal sein Geisterhäuschen auf den Kopf gestellt worden. Ja, auf den Kopf, sodass die Stange gen Himmel zeigte, das Häuschen sei mit Vogelkot geschmiert gewesen, absichtlich. Ja, was er denn da geopfert habe? Nichts weiter, das ganz normale Brimborium. Es gäbe halt Geister, die seien so böse, die seien einfach nicht zufriedenzustellen. Die lachten sogar darüber, was man ihnen vorsetze. Ob er das schon mal gehört habe, das Lachen. Da schaute die Schwägerin an, wie man nur solch eine ketzerische Frage stellen könnte. Das sei doch lachhaft, so ein Unsinn, ob sie ihn hier provozieren wolle. Die andere nun, und sie nippt mit wildem Blick am Glas, ist sich absolut sicher, dass es nicht nur Geister, sondern auch Geistinnen gibt, welche mit Röcken, langen Zöpfen und hässlichen Masken, sie säßen auf fliegenden Motorrädern und sausten durch die Luft völlig geräuschlos. Was ist das? Eine frühe Feministin hier im Hinterland? Noch eine Ketzerin? Selbst ihre Freundin lästert, sie sei wohl schon zu oft von Geistern heimgesucht worden und setzt hart das Bierglas auf den Tisch ab. Wo gäbe es denn so etwas, eine Geistin? Man schaut sie entsetzt an, als sei sie selber eine und wolle sie schon mal ins Spiel bringen, packt eilig zusammen, schwingt sie aufs Motorrad, nicht geflügelt, und fährt nach Hause. Golan, Blumenwiesen und Minenfelder. Vom nordöstlichen Ufer des See Genezareth schlängeln sich Serpentinen die ockerfarbene Bergflanke hinauf auf das Golan-Plateau. Auf seiner Kante sitzt eine Siedlung. Ich frage mich, warum nicht all ihre Einwohner, die 12 Sonnenstunden am Tag auf der Steilklippe stehen und über den See sehen. Grundstücke in dieser Lage wären in Deutschland und andernorts den Reichen vorbehalten. Aber die schätzten es nicht, wenn ihre Reit- und Joggingstrecken an Stacheldrähten entlang führten, an denen im Abstand von ein paar Kilometern schwarze und rote, hebräische, arabische und lateinische Buchstaben auf gelbem Grund warnen: Danger Mines, Vorsicht Minen.
Am wenigsten schätzten es wohl jene Manager, hier mit ihren Familien zu wohnen, deren eigenes Unternehmen die Waffen herstellt. Zu viel Nähe beeinträchtigt die Verdrängung. Aus der Ferne funktioniert die gut. Wir produzieren nur das Angebot, das nachgefragt wird. Hinter der Siedlung öffnet sich mein Mund im gleichen Maße, wie sich die Landschaft öffnet. Die Lippen formen sich zum Rund der Sonne. Sie strahlt zwischen den Halmen hindurch über das ganze weite Hochplateau. Sie ist eben erst von der unteren Erdhälfte heraufgeklettert, um Wärme und Helligkeit gerecht zu verteilen. Nichts hindert ihren Strahl auf dem Plateau als ein paar Kühe und Zaunpfosten. Die fedrigen Spitzen der Gräser lassen sich durchfluten, werden transparent, widerstehen dem Licht nicht, sondern saugen es auf, wenden sich ihm zu und zittern vor lauter Leben. Ihre zarten Wurzeln nippen am Rand von stillen, flachen Seen. Nie habe ich mir die Golanhöhen als eine große, blühende Landschaft vorgestellt. Reisen zerstört Vorurteile. Jetzt bin ich vor Ort und sehe, es ist keine öde, schroffe Berglandschaft, die nur von Militärbefestigungen vor Erosion geschützt wird. Hält Israel ausschließlich aus strategischen Überlegungen am Golan fest? Spielen nicht auch wirtschaftliche und ästhetische Gründe eine Rolle? Auf der Suche nach einem Restaurant biege ich vom schwarzen Asphaltband auf Staub und Schotter ab. Unschlüssig stoppe ich vor einer Vertiefung im Boden. Sie ist mit Flüssigkeit gefüllt. Nachdem ich von den Minen inspirierte, gruselige Fantasien verdrängt habe, erkenne ich die Funktion. Das ist ein Desinfektionsteich. Er verhindert, dass die Reifen Keime hinein und hinaus tragen. Dahinter liegt ein landwirtschaftlicher Betrieb. Vorsichtig rolle ich durch die Senke. Auf der anderen Seite steigt der Wagen auf, die Nässe fließt ab und versickert im Kies. Laubbäume verlieren im Laufe der Strecke ihren natürlichen Wildwuchs und nehmen parkähnlichen Charakter an. Rote, blaue und gelbe Rohre ahmen ihre Äste nach, um Kinder zum Klettern zu verlocken. Am Rande des Spielplatzes lässt mich ein großer, heller Betonbau glauben, er sei eine Schule, zumal Buntpapier wie Warnschilder für Spatzen und Meisen auf den Fenstern klebt. Ein Schriftzug stellt klar, dass es sich um einen Speise- und Sitzungssaal handelt. Ich kurve durch einen Kibbutz. Er wirkt verlassen. Offenbar arbeiten alle außerhalb. Ich holpere zurück auf die schwarze Glätte zwischen den gelben Linien. Sie teilt die Ebene, als hätten die Menschen die Unendlichkeit und Unordnung der Natur nicht ertragen. Rechts und links blühen Kamille, Butterblumen, Disteln und Gewächse, die ausschließlich in dieser Region wachsen. Ich möchte einmal im Frühling kommen, wenn Krokusse blühen. Inmitten der Blumen sind Steine aufgehäuft. Alle von der Größe, dass sie ein Mann tragen kann. Auf einem flachen Felsen haben Soldatinnen ungeschickt mit weißer Farbe hebräische Namen aufgemalt und ihren Kameradinnen ein selbstgebautes Denkmal errichtet. Ein paar Kilometer weiter ragt ein zweiter Steinhaufen voller Vor- und Zunamen in jugendlichem Schriftzug auf. Zwei gekreuzte Flaggen stecken in den Lücken der Felsbrocken. Das dritte Mahnmal besteht aus einem umgekippten und ausgebrannten Jeep. Daraufhin erneut angehäufte Steine, aber bunt bemalt und Namen von getöteten Menschen. Zuletzt ein aufgegebener Panzer. Das ist meine erste Fahrt durch ein modernes, verlassenes Schlachtfeld. Meine eigene Generation. Das berührt mich mehr als die altertümlichen Bunker in der Normandie, die das Meer untergräbt und über die Gras wächst. Sie sehen unpersönlich aus. Von der Militärführung in Auftrag gegeben, von anonymen Soldaten gebaut und gebraucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie meine Großväter waren. Die Schriftzüge hier, die bunten Steine,
Das stammt von denselben Leuten, mit denen ich morgens und nachmittags im Bus fahre. Ich kenne ihre Zeichen, ihren Stil. Das ist meine Generation. Also wir sind ja auf dem Golan-Plateau stehen geblieben. Ich fahre da jetzt einfach weiter. Ein Hügel erhebt sich. Dem hat man die Spitze abgetragen. Statt ihrer ragen unzählige riesige Antennen und Parabolspiegel auf. So viele, so große, sie scheinen ganz Israel, Syrien und Jordanien abzutasten. Ich sehe mich im Auto in der Landschaft fahren, durch fremde Augen auf einem Monitor in einem staubfreien Raum beobachtet. Das Brummen meines Motors wird in meiner Vorstellung zum Summen des Computers. An das Schlachtfeld schließen Weinberge an. Erschöpft rolle ich auf einen Parkplatz, stoße gegen den Bordstein. Aus einem Marktwagen heraus verkauft eine fröhliche Frau Früchte, Käse, Golanwein. Ein Reisebus hält, Kinder springen heraus, kaufen Süßes. Muslimische Mütter öffnen Plastikschüsseln voller Salate, Huhn und Hummus. Die Kinder nippen nur, ziehen das künstliche Süß vor. Die Unzufriedenen rücken ihre Kopftücher zurecht. Die Männer drücken Zigaretten aus und schwärmen zum Selberpflücken von Trauben, Birnen und Blumen aus. Ich sehe sie zwischen Rebstöcken und Reihen hoher Sonnenblumen. Wo sich die Serpentinen am nördlichen Ende der Hochebene senken, durchfahre ich wohlhabende arabische Dörfer voller Baustellen. Sie blicken auf weiße Flecken rund um den Gipfel des Har Hermon. Dort oben liegt Schnee, hier unten drehe ich die Klimaanlage höher. Obst- und Parkbäume umstehen ein Hinweisschild zu einem Lift. Im Winter wird Ski gefahren. Der moderne Körper- und Schnelligkeitskult hat einen heidnischen Kultus ersetzt, den die Kanaanäer vor ein paar tausend Jahren auf der Bergspitze betrieben. Am Fuße des Hermon lebte der halbe Stamm Manasse. Der anderen Hälfte wurde westlich des Jordans Sichem zugeteilt, wo heute Nablus liegt.
Dem Hermon entspringen die drei Quellflüsse des Jordan. Der Name heißt, kommt von Dan. 1000 Jahre vor Christus erstreckte sich nach dem Buch Samuel und dem Buch der Richter das Einflussgebiet der Israeliten von Dan bis Beersheba. Der Jordan fließt seinerseits in den See Genezareth. Falls ich die Schilder richtig lese, ist der mir nächstgelegene Quellfluss der Banias. Auf ihn steuere ich zu. Das Wort stammt von Paneas, nach dem Gott Pan. Die Araber können das harte P nicht gut sprechen. 1964 begann Israel, seine Wasserversorgung aus dem See Genezareth zu speisen. Daraufhin leiteten Syrer die beiden Jordanflüsse Dan und Banias um. Das war ein Grund, das Gebiet im Sechstagekrieg 1967 zu besetzen. Danger Mines. Die Drähte wickeln sich um Stämme 15 Meter hoher Platanen. Hinter ihnen verstecken sich Pappeln, Eichen, Eschen, Lorbeerbüsche und Storax. Statt europäischer Könige und Kreuzfahrer kreuzen Zaunkönige die Allee. Statt syrischen Dromedaren weichen sie meiner Motorhaube aus. Ich rolle auf einen Touristenparkplatz. Es ist so heiß, dass ich mich frage, ob es sich lohnt, Eintritt in das Naturreservat zu zahlen. Bis zur Quelle schaffen es die inländischen Schulklassen, ich nur bis zum Wasserfall. Sobald ein Tropfen auf einen Stein fällt, bedeckt sich dieser mit Flechten und Moosen. Tropft es zwischen die Felsen, zwängen sich Farne aus den Spalten. Wurzeln brechen die Spalten auf, sprengen Steinstücke heraus, ein Baum wird geboren. Lianen und Luftwurzeln hängen sich an ihn, baumeln über dem Wasser, lassen sich bespritzen und saugen sich voll. Handgroße, fünffingrige Blätter wedeln sie beiseite und greifen nach der Gisch. Der Hohlweg riecht nach Koriander und Kinderschweiß. Kleine Pfadfinder glitschen und rutschen auf veralten Balken. Das Licht prallt nicht von oben, sondern schimmert hinter Steinen und Stromschnellen. Die Natur hat eine aufwendige Technik entwickelt, um das Jordanwasser babyblau zu beleuchten. Rosa Blüten drängen ins Bild. Südlich des Quellgebiets wird das Land trockener. Ein schmaler Kanal unterbricht meine Fahrt. Auf einer kleinen Holzbrücke bleibe ich stehen, um mir die Karte anzusehen. Den Jordan müsste ich jetzt queren. Ich schaue aus dem Fenster, das Rinnsal kann nicht der Jordan sein. Ich suche einen zweiten Wasserlauf auf der Landkarte. Ich steige aus und trete ans hölzerne Geländer. Von der Straßenkarte blicke ich auf die Realität unter der Brücke. Ich muss lachen vor Spott. Da unten liegt ein Paddel im Wasser. Ob es Kinder verloren haben, vergessen im Spiel. Aber auch das kleinste Paddelboot kann in dem schmalen Kanal nicht wenden. Vielleicht hat es deshalb jemand weggeworfen. Neben mir und hinter meinem Wagen hupt es auf der Jordanbrücke. Erschrocken drehe ich mich um und muss einsehen, dass mein Auto die gesamte Brückenbreite ausfüllt. Ich hebe die Hände zur Entschuldigung, stürze zum Fortbewegungsmittel und bewege mich fort. Ich fahre in ein ehemaliges Sumpfgebiet, durchfahre die Hula-Ebene, im Deutschen auch Hula- oder Hule-Ebene genannt, obwohl wir doch gut mit der Zunge am weichen Gaumen kratzen können. Vor 20.000 Jahren flossen Lavamassen von den Golanhöhen herab und blockierten den Jordan. Ein großer See und weite Sümpfe entstanden. In der Talmudzeit vom 1. bis 5. Jahrhundert war der Wasserlauf reguliert. Intensive Landwirtschaft wurde betrieben. Nach der arabischen Invasion versumpfte das Land wieder. Im 19. Jahrhundert siedelte Ibrahim Pascha ägyptische Bauern an, um die nördlichsten Papyruspflanzen der Erde zu ernten. Nachdem sich Ibrahim 1840 aus Palästina zurückgezogen hatte,
breiteten sich die Sümpfe erneut aus. Ende des 19. Jahrhunderts kämpften jüdische Einwanderer aus Polen erfolglos gegen die Versumpfung. Auch die Hilfe Baron Rothschilds reichte nicht aus. Erst die Israelis legten die Sümpfe ein weiteres Mal für die Landwirtschaft trocken. Esther Golan, die alte Dame, die ich alle paar Wochen besuche, half bei der Trockenlegung. Als 17-jährige, jung verheiratete Ursula war sie nach dem Krieg über das Mittelmeer nach Haifa verschifft worden. Nach der demütigenden Prozedur der Desinfektion und Quarantäne durch die Briten holten frühere Flüchtlinge sie in einen Kibbutz. Myriaden von Mücken empfingen sie das reinste Malaria-Gebiet. In der Regenzeit war die Erde schlammig, im Schlamm standen die Zelte. Als die junge Frau nachts Bescheid geben musste, dass ihr Kind zur Welt kommt, blieben ihre Gummistiefel stecken. Von den Höhen aus beschossen Araber die Siedler. Die Angriffe und die Quellen waren die Gründe für die Eroberung des Golans im Sechstagekrieg. Ich begreife nicht, dass man noch fühlen und empfinden kann, wenn man solche Lebensbedingungen überstanden hat. Menschen müssen wie Mücken sein, zart und zerbrechlich, halten sie trotzdem Hitze und Kälte, Trockenheit und Nässe aus. Wie Mücken über lebensgefährlichen Morast schweben, so rennen Menschen über tödliche Gefahren hinweg. Im Westen erhebt sich ein Gebirgsgrat, während im Osten weiterhin der Golan aufragt. Ich fahre durch einen Korridor zwischen zwei Bergrücken. Hinter dem linken liegt Syrien. Jenseits des rechten Rückens wartet der Libanon. Weder mit der einen noch mit der anderen Nation existiert ein Friedensvertrag. Jetzt geht's um einen Bäcker, für den ich gebacken habe. Du? Ich, ja. Santikiri. Was für ein Name und was für ein Ausblick. Santikiri, das klingt so heilig und nach Verheißung. Man fühlt sich wie auf dem Dach der Welt, wenn man den Tempel erreicht hat. Dieser Rundblick auf die umliegenden Berge und weit darüber hinaus durch den Dunst ins Tal auf die Hochebene zwischen Chiang Rai und Mae Chang. Allein der Ausblick auf Mae Sarong, tief unten wie ein Präsentierkessel. Innen saftiges Grün und wie in die drumherum liegende, noch dunkle Berglandschaft gelegt, wie eine Schüssel nachträglich eingesetzt. Die Straße schlängelt sich zwischen die bewaldeten Berge, dazwischen Teeplantagen der ehemaligen Kuomintang, die vor 70 Jahren auf der Flucht vor Mao Zedong hier gestrandet sind und Opium anbauten. Nun ist es Tee, grüner Tee, Plantagen, die sich wellig die Hänge hinaufziehen, dazwischen Sträucher mit langen roten Blüten. Im Städtchen tief unten erscheinen die kurzen Seitenstraßen wie schmale Stäbe, so steil, dass man mit dem Fahrrad keine 5 Meter weit käme. Selbst die Motorradfahrer, manchmal mit der gesamten Familie auf dem Sitz, nehmen ordentlich Schwung, um die Steigungen zu meistern. Noch in der Dämmerung der Morgenmarkt. Stände aus grobem Holz mit frischem Gemüse, Brokkoli, rote Auberginen, kurze Gurken und grüne Tomaten und Paton Ko, das ölige, knochenförmige Gebäck. Drüben abgehangenes Fleisch. Darunter unterhalten sich die Händler auf ihren Schemeln in einem Gemisch aus Chinesisch und einem Norddialekt des Thailändischen, reden zu dampfendem Instant-Kaffee mit kondensierter Milch und zusätzlichem Milchpulver. Gleich um die Ecke den steilen Abhang hinab der Bäcker, ein Chinese unterhalb der Straße, ein Alpha-Tier, das die jungen Frauen, die im Café sitzen, mit schnellen Blicken mustert, wenn er von hinten aus der Backstube tritt, mit blau-weißer Bäckerschürze angetan, mit Schürzenjäger, ein großer, schöner, lauter Mann, der weiß, dass ihm die Frauen zufliegen. Einer, so der Eindruck, der nicht lange fackelt, auch was sein Handwerk anbelangt, der im Hinterraum Rührmaschinen und Backöfen und in den Ecken 5, 6 Kühlschränke stehen hat und Dinge backt,
an die sich hier in der Gegend besser keiner so leicht herantraut, sogar ein Blätterteig. Nur kann er um Verlangen, wie ihn die Wester mögen, Apfel oder Möhren, Nusskuchen kann er nicht und ist sogleich begierig darauf, es zu lernen. All das, auch die Bäckerei, sieht man von hier oben aus wie eine kleine, in die Landschaft geworfene Spielzeugbausteine. Der Tempel selbst ist über 700 Stufen zu erreichen. In der morgendlichen Kühle, wenn die Nebel noch vage über den Tälern liegen, als wüssten sie nicht, ob sie aufsteigen oder sich fallen lassen sollen. Über dem Tempel ein klarer blauer Himmel, erfrischend anzuschauen in der Kühle, dabei die bald einsetzende wohlige Wärme erhoffend. Gold glänzt der Stupa, weiß schimmert das Gestein, im Inneren ganz oben über eine schmale Stiege zu erreichen, ein kleiner Altar, darin ein Marmorblock, an den, wer will, eine Münze anlehnen kann, und viel Glück dem, dem es gelingt, die Münze frei auf ihrem Rand stehend zu platzieren. Burma liegt drüben im Dunst. Niemand weiß, was dort ist, ein Geheimnis hinter dem Gebirge. Dort oben siedeln die Bergvölker, zumeist Aka in ihren schwarzen Trachten und Röcken, die am Tage herabkommen und am Wegesrand Kräuter aus den Wäldern verkaufen und saure Kirschen, die sie in den Restaurants auf der Straße anbieten. Eilig packt eine junge Ackerfrau auf der obersten Stufe der Yunnan-Suppenküche hockend Kräuter mit gelben Blüten aus ihrer Schultertasche und wickelt sie aus dem Zeitungspapier. Mit den Kirschen eilt sie zum Bäcker, der ihre nackten Knie mustert abschätzig, als könne er die umsonst haben. Oben der Tempel, hinter dem Markt die Moschee, der paar hundert Muslime im Ort und gleich daneben die Kirche der Baptisten, die meist des Sonntags von Aka aufgesucht wird, wenn sie nicht gerade an ihre Ahnen glauben. Manchmal tun sie das im Verbund zur Sicherheit. Damit die Krankheiten fernbleiben, damit die Kirchen sich gut verkaufen und damit der Bäcker, der an nichts glaubt, außer sich selbst, die Finger von ihnen lässt. Woran ließe sich sonst noch an das, was man sieht, an die Schönheit, die sie aus den Nebeln über den Tälern gebiert, an die Sonne, die den Nebel teilt und die Wälder und silberfarbene Bergbäche den Blicken freigibt, das verheißt Gutes, das verheißt Frieden auf den ersten Blick, vielleicht auch auf den zweiten, und dann wird es gleich schon wieder schwierig zwischen den Glaubensvertretern und Strategen der einzelnen Gattungen, die sich gegenseitig lassen, das ja, aber nur hinter vorgehaltenen Händen in den Gassen von Santiquil. Jordanien Aqaba. Ich hatte nie Interesse, arabische Staaten zu besuchen.
Als Frau und als ehemalige Gesamtschülerin gehen mir die Werte der Humanität, der Aufklärung, der Französischen Revolution, der Demokratie und der Emanzipation über alles. Warum sollte ich mich bei Nationen umsehen, die den europäischen Teil der Weltgeschichte nicht mitgemacht haben, somit anderen Werten folgen? Natürlich kenne ich die Antwort. Damit mir das Fremde nicht fremd bleibt, sondern vertraut wird. Trotzdem, in muslimischen Ländern käme ich mir gering geschätzt vor und müsste trotz Hitze alle Haut bedecken. Seit ich jedoch ein halbes Jahr in Israel arbeite, bedecke ich meine Haut nicht trotz, sondern wegen der Hitze. Und da ich mein winziges Gastland bis zu seinen engen Grenzen durchquert habe, beginne ich neugierig auf seine Nachbarn zu schauen. Mein Mann und ich haben uns vom Busbahnhof in Eilat mit dem Taxi zur Grenze bringen lassen. Am ersten Schlagbaum zahlen wir Schekel, um ausreisen zu dürfen. Wir gehen zu Fuß mit dem Koffer über die sonnengleißende Straße zwischen Stacheldrahtzäunen, die uns vom Betreten der Minenfelder rechts und links abhalten. Am zweiten Schlagbaum zahlen wir Dinar, um einzureisen. Eine Maschine scannt meine Iris, weil ich in Israel arbeite. Mein Mann darf ohne Iris-Scan passieren. Unter dem zweiten Schlagbaum stoppen Autos, die Fahrer schrauben jordanische Nummernschilder an. Entweder fühlten sie sich in Israel andere Schilder, um sich sicherer zu fühlen, oder die Wagen wurden in Israel gekauft. Ein Beamter befiehlt uns in sein Büro, heißt uns beim Ventilator sitzen. Wir sollen ihm ein paar Worte Deutsch beibringen. Bei der Gelegenheit lerne ich, dass die Zahlen in Neuhebräisch und Arabisch gleich lauten. Nach unserer Entlassung steigen wir in ein Taxi und lassen uns durch einen Streifen Mandelplantage in die Stadt bringen. Unter den Bäumen ernten Frauen und Kinder. Es ist ein lauer, seidiger, dunkler Abend, als wir in Aqaba ankommen und den ersten Spaziergang am Meer entlang zwischen Geschäften, Restaurants, Bars und Märkten unternehmen. Die letzten Badenden in Burkas und Bermudas steigen aus dem Salzwasser und kaufen eingelegte Oliven, frische grüne Mandeln und selbst zubereitete Zitronenlimonade zur Stärkung. Männer in Polohemden umringen Männer in weißen Kaftanen. Um ihre Köpfe werfen karierte Tücherfalten, man nennt sie Kufia oder Kefir. Mit Hilfe von Kordeln namens Igal, die früher aus Kamelhaar gefertigt wurden, widerstehen sie dem Wind. Die Herren in Kaftanen wirken würdevoller als die westlich Gekleideten. Sie bewegen sich in Ruhe. Ihre Gelassenheit und ihre Position in der Mitte der Gruppen lassen auf Autorität schließen. Kinder suchen Handtücher und wischen sich Sand von den Rücken. Auf einem Grünstreifen zwischen Promenade und Straße ernten alte Leute Salat und Gemüse aus kleinen Gebeeten. Am Ende der Promenade weht an einem Mast höher als alle Gebäude der Stadt eine hausgroße jordanische Flagge. Der schwarze, der weiße, der grüne Streifen und der weiße Stern im roten Dreieck wellen sich und weisen nach Israel. Die Fahne muss auf der anderen Seite der Bucht gesehen werden. Eilat liegt eingekeilt zwischen Jordanien und Ägypten am Roten Meer. Innerhalb eines Tagesmarsches ließen sich beide Grenzen überwinden. Das Erste, was einer Deutschen auffällt, sind die Spirituosengeschäfte voller arabischer Kunden. In den Restaurants gibt es keinen Alkohol. Auf den Terrassen um die Pools der internationalen Hotels herum werden Europäern und Amerikanern teure alkoholische Getränke serviert. Den Gästen aus arabischen Ländern tragen Bedienstete Softdrinks und Shishas herbei. Ein Kellner bereitet drei Damen die Wasserpfeife, stopft den Tabak in den Pfeifenkopf, legt ein Stück glühende Holzkohle darauf und raucht die Pfeife an.
erreicht der ersten Frau den geflochtenen Schlauch. Sie klemmt das Mundstück zwischen ihre Lippen, während sie den Freundinnen lauscht. Sie vergisst dem Bediensteten zum Zeichen, dass die Shisha zieht und er sich entfernen kann, zuzunicken. Er bleibt bei der Sitzgruppe stehen, bis er das verspätete Nicken bekommt. Aus einem Konferenzsaal treten Männer in Maßanzügen und Geschäftsfrauen in Kostüm mit oder ohne Kopftuch. Ich will nicht sehen, was an Arbeit erinnert. Ich habe Oster- und Pessachferien. Darum laufen wir zurück auf die Straße. Hochgewachsene, gut gekleidete Herren führen ebenso großgewachsene, verhüllte Damen in edlen Stoffen spazieren. Da von ihnen nichts zu sehen ist, als die blitzenden, vom ebenmäßigen, lang geschwungenen, kohleglänzenden Lidstrich hervorgehobenen Augen, wandert der Blick des Betrachters unwillkürlich zu diesen Augen und bleibt daran kleben, solange es eben geht. So lange, bis der Vorübergehende den Kopf unschicklich verdrehen müsste, um der Vorbeischreitenden zu folgen. Erst wenn der Anblick der Augen zwangsweise abgerissen ist und der Blick des Betrachters am Rücken der Schreitenden zu Boden sinkt, fällt auf, dass die Dame gar nicht so hochgewachsen ist. Sie trägt Stöckelschuhe unter Niqab und Chador. Der Betrachter muss jetzt seinen Blick vorziehen, andernfalls stieße er gegen den nächsten Anzug mit Goldknöpfen, das angaloppierende Polo-Pferd oder den kommenden edlen Chador. Und wieder ziehen ihn perfekt geschminkte Augen in ihren Bann. Als wäre er nie aus Kindergeschichten aus Tausend und einer Nacht aufgewacht. Die europäische oder amerikanische Frau, die sich nicht aus blankem Neid in ihrer Fremdenfeindlichkeit einrichtet, kann nur gestehen, dass diese verhüllten, aber eindeutig und sehr weiblichen Geschöpfe würdevoller und geheimnisvoller erscheinen, als wir in allen Kleidern von Yves Saint Laurent, Armani und Esprit jemals wirken können. Wer heute Nacht verachtet, statt zu bewundern, ist arm. Eine Lücke auf dem Gehsteig entsteht, weil eine Gruppe dieser Ladies sich von den Herren trennt, um ein Dessous-Geschäft zu stürmen, wo die Frauen stundenlang Vergleiche ziehen zwischen Lila und Rot, Spitze und Seide, durchsichtigem BH oder BH-freiem Korsett oder lieber das platinfarbene Negligé. Ich stehe auf der Schwelle des Geschäfts und kann nicht weiter vor Staunen. Warum weiß ich von all dem nichts? Was oder wer hat mein Bild geprägt? Die Medien? Oder die Gastarbeiterfrauen aus Anatolien, mit denen ich aufgewachsen bin? Natürlich haben die nicht geheimnisvoll und erotisch anziehend gewirkt, unsere Mütter im aufzubauenden Deutschland ja auch nicht. Beide hatten viel zu wenig Zeit und Geld, um sich in ihrer eigenen Ästhetik zu widmen. Diese Damen Akaba sind im wahren Sinn des Wortes gut Betuchte, die nicht nur wirken wie Prinzessinnen aus Tausend und einer Nacht, sondern die aktuelle Form davon darstellen. Wir sind im wahren Orient angekommen. Ja, und gehen gleich mal 5000 Kilometer weiter östlich, von Markt zu Markt. Naja, wird schon passen. An den burmesischen jungen Männern kommt man nicht vorbei. Sie stellen sich einem in den Weg und zeigen Stickum aus der hohlen Hand blaue Tabletten. Viagra, very strong. Erster Hinweis, Kinn-Eng, sie mögen das Zeug selber futtern, vertreiben sie. Was danach folgt in den hunderte Meter langen, engen Gängen des Doi-Wow-Marktes, ist nicht weniger unecht. Als Markenware ausgezeichnete Billigware aus Burma und China, gekauft von Burmesen, die für ein Schnäppchen über die nahe Grenze kommen, und von Chinesen, die sich all-inclusive mit einem Reisebus herankarren lassen.
Welch ein Gewusel, welch eine Unübersichtlichkeit. Man fühlt sich ein wenig an amerikanische Filme erinnert, wenn der Held auf der Flucht sich in dem Gewirr irgendeiner Chinatown dieser Welt verliert und schließlich in einer Opiumhöhle landet, um endlich im Rauch und Rausch der Pfeifen zu entspannen. Die Händler hocken in den engen Gängen zwischen den Waren, die vor und hinter ihnen auf Tischen und an den Wänden lagern und hängen, Wolldecken, Kissen, Sonnenbrillen, Ferngläser, Kram. Verkäuferinnen mit Schürzen, auf denen Enten und Löffel gedruckt sind, warum das, schieben Wägelchen mit gebackenen Bananen und gerösteten Kastanien im Gedränge vor sich her. Heiße Dämpfe steigen auf, die sich mit den Auspuffgasen der Motorräder mischen. Drüben Händler, die mit Atemschutzmasken dasitzen und hier Schmerzfreie, die vor wummernden Lautsprecherboxen hocken, stundenlang regungslos Kofferradios und Weltempfänger zum Kauf vor sich, mit denen wir global hören können, wenn wir wollen, aber wir hören so schon genug. Ein alter Mann mault schräg auf seinem Motorrad sitzend zu zwei Händlern hinüber, die Damenunterwäsche feilbieten, lang im Schnitt und grau und braun, wie sie im tiefen Westen ganz früher einmal Großmütter angezogen haben. Warum der alte mault, wissen wir nicht. Die beiden inmitten der Unterwäsche winken lächelnd ab und drehen sich zur anderen Seite. Dort, nicht weit entfernt, hat sich inmitten des Trubels vor Jahren schon ein anderer Alter eingenistet, einer mit langem grauem Zopf, einer, der die Welt gesehen hat. Das sieht man eintretend in den Fotos. Er schräg auf einem Motorrad sitzend vor dem Eiffelturm, im Kölner Dom und dem Bullen der Wall Street. Mit einer hübschen Blonden im Arm. Drinnen spielt Pink Floyd, Wish You Were Here. Der Alte hat es geschafft, in dieser Enge ein Café über zwei Etagen zu zimmern, mit Ausblick auf den Wasserkanal, tief unten zwischen den Häusern, der sich schon bei widerlichem Hinsehen als Abwasserkanal entpuppt, wo ein Rinnsal spärlich und giftgrün dahin plätschert. Also wendet man sich ab und schlürft seinen Kaffee bei Betrachtung der eingerahmten Erinnerungen des Alten. Immer wieder ruckt er heran, will selbst erzählen, während Papageien in den oberen Etagen in Volieren hockend von etwas anderem erzählen. Wovon? The Dark Side of the Moon oder von früheren Zeiten, als hier noch Urwald war und sie frei fliegen konnten über Lichtungen hinweg. Draußen die Gassen des Marktes ist keine Lichtung, dafür ist sie zu eng. Dort schiebt sie eine neue Ladung chinesischer Touristen an den Läden vorbei. Man kauft, was das Zeug hält. Es wird nicht allzu lange halten. Glockenspiel aus China, quietsche Schuhe für das Kleinkind daheim, Plastikkatzen, die mit erhobener Pfote hin und her winken, bis man blöd wird. Und man fragt sich, warum die Chinesen das Zeug nicht in China kaufen, da dort viel billiger. Aber darum geht es nicht. Es geht um Souvenirs, weil die winkende Katze in Harbin oder Peking gekauft so oft winken kann, wie sie will. Sie wird im Leben kein Reiseandenken werden, sondern eine blöde Katze bleiben, die bald in den Müll geworfen gehört, weil sie nicht aufhört zu winken. Über allem nun von irgendwoher Teichschlage mit Gesängen von Liebe und Enttäuschung und ich mit Glücksgefühlen sekundenlang, wie soll das? Wegen möglicherweise bald erfüllter lichter Träume, die Teichschnulzen hervorrufen, ebenso wie die Glockenspiele, Plastikkatzen. Wenn die Motorräder nicht wären, könnte man in Ruhe die Ware begutachten, die Decken, ob sie tatsächlich aus Baumwolle sind, die Sonnenbrille, deren Gestelle. Man könnte probehalber durch Ferngläser, Linsen oder Viagra-Tabletten mustern, weiß man dann mehr. Allein man kommt nicht dazu. Ständig wird man verscheucht von Motorrädern mit aufgetürmten Waren weitergetrieben, findet sich irgendwann am Ende, am anderen Ende des Marktes wieder. Alles nicht echt, was man da gesehen und gehört hat. Alles ein unruhiger, ja billiger Traum, aber immerhin das. Immerhin hatte man eine Ahnung davon, was eine Lichtung ist.
Verwandte, die mir kiloweise Schokolade weggefuttert hat, nett. Herausragend ihr riesiges Hinterteil, an dem man nett betrachtend nur schwer vorbeikommt. Tief gebückt steht sie vor einem Plastikstuhl und seift einen kleinen, langhaarigen Racker ein, Lahm, ein Mischlingshund mit großen Ohren, der diese Prozedur erstaunlich gelassen über sich ergehen lässt, nicht zappelt und nicht bellt. Das schwarzbraune Fell schäumt weiß unter den fleischigen Händen, mit denen Ned den Hund bearbeitet. Hayden Shoulder steht in schwungvollen thailändischen Schriftzeichen. Shampooflasche, Apfelduft. Und da Ned auch kleine Geschäfte mit Kosmetikartikeln betreibt, malt man sich zwingend aus, wie sie Lan anschließend mit diversen Cremes, Lippenstift und Nagellack zu Leibe rückt. Aber das ist Spekulation. Ned selbst hat sich ihren Körperumfang in ihrer Kindheit hart erarbeitet. Sie war von der Mutter nicht gehindert und mit Taschengeld bedacht, Stammkundin in sämtlichen amerikanischen Fastfood-Läden der Stadt. Und wenn alljährlich ein angeheirateter Verwandter aus dem Westen Schokolade mitbrachte, war sie nicht mehr zu halten. Dann saß sie mit verschmiertem Gesicht und die noch nicht vollständig ausgepackten Koffer herum und langte hinein, bis sie alles in sich hineingestopft hatte. Später sogar als sage und schreibe 10 Kilogramm Haselnuss, Vollmilch, Zartbitter und Nougat-Creme-Schokolade eingeflogen und angeschleppt wurden. Es gab nun schon 4 Kinder zu versorgen. Ned war mittlerweile zu einem stattlichen Exemplar herangewachsen und der Westen ächzte schwer unter den Lasten. Schaffte Ned es, sich mit ca. 4 bis 5 Kilogramm zu beschäftigen, bevor man sie zwischen den Koffern entdeckte und laut schimpfend wie einen Hund davonjagte. Nun ist sie längst im Selbstversorgeralter und verkauft aus einem zur Seite offenen Wagen heraus Pommes frites, was ja auch aus dem Westen kommt und gewiss nicht fettfrei ist, an die Kinder einer Grundschule, die jeden Mittag nach dem Unterricht in ihren blau-weißen Uniformen herbeiströmen. Nebenbei verschickt Ned übers Internet Kosmetika in aller Welt und hält so den Kontakt mit dem Westen aufrecht. Sie hat seit Jahren eine Freundin, Nock, schlank und rank, die jahrelang in Australien in der kleinen Küche eines Cafés gearbeitet hat. Ja, Kuchen gab es dort auch, aber der war zu teuer. Punkt. Überhaupt erzählt sie nicht gern von Australien und die Fotos ihrer damaligen Freundin Jane hält sie lieber versteckt. Ned könnte eifersüchtig werden und darüber kompensatorisch wieder zur Schokolade greifen wollen. Aber zurück zu Lan, dessen Kollege Mon, ein hell- und glatthäutiger Hund, eine Mischung aus Pinscher und Mops, wartet schon als nächster Kunde und tänzelt nervös und neidisch um die Stühle herum, während Ned ihrem Patienten oder Kunden oder Opfer Lan mit einem Gartenschlauch den Apfelduft vom Körper spritzt. Ned ist entgegen der landläufigen Mentalität der Thailänder eher von bissiger Natur. Sie scheut auch nicht davor zurück, falls nötig, ihre Großeltern zurechtzustutzen, wenn die ihrem Leben in die Quere kommen. Und sei es nur mit Ratschlägen oder Benimmregeln nach herkömmlicher Denkweise. Ned powert massiv und aggressiv dagegen, was schon etwas heißen will, wenn man bedenkt, dass die Alten in Thailand immer noch hoch im Ansehen.
Und dass der Großvater, ein stockkonservativer Bauer, der sich jeden Abend mit unbewegtem Gesicht traditionelle Thai-Musik aus einem alten Kofferradio anhört, sich gezwungen sieht, die Lebensführung seiner Enkelin zu akzeptieren, ist schon ein starkes Stück. Wobei Nock monatelang als ganz normale Freundin geführt wurde und der Großvater erst stutzig wurde, als die beiden gemeinsam in die erste Etage des Hauses zogen. Und als er sie einmal im Badezimmer nackt unter der Dusche herumalbern sah, eigentlich hatte er gerade duschen wollen und genau in dem Moment hereinplatzte, als Ned doch tatsächlich an Nocks Brusten herumquetschte, da warf er sein Badetuch weg, verzog sie auf seinen Stammstuhl, stellte das Radio an und hielt nur ein wenig die Mundwinkel unten. Lan aber wird mit einem Handtuch, alten Handtuch abgetupft, vorgetrocknet und von Ned in den Schuppen getragen, um ihn dort von Kopf bis Fuß zu föhnen, während Marshall einmal, wie sich das im Schönheitssalon gehört, auf den Stuhl gesprungen ist. Nock steht derweil mit der Großmutter tief in den Feldern und haut ein paar Porkoli vom Strunk. Sie hat eine Kapuze übergezogen und es ist immerhin 16 Grad kalt. So steht man also in der Abendsonne, die Alte mit Hut und Schal und langem Rock. Aufgeräumt plaudern die beiden miteinander über die Umsätze am Frittwagen, während ein ums andere Mal die Hackmesser zum Schnitt niedersausen und dass es damals in Sydney niemals so kalt war. Für ihre bissige Freundin gibt es eigentlich nicht mehr allzu viel zu beißen oder besser gesagt auszusetzen, höchstens gelegentlich, wenn die Freundin nicht spurt und zu viel von Australien träumt oder wenn die Schule wegen Hochwasser ausfällt und die beiden auf den Pommes frites sitzen bleiben, während das braune Wasser in der Remise um die Räder des Verkaufswagens leckt und der Großvater im strömenden Regen Sandsäcke ans Tor wirft. An Schokolade kommt Ned nicht mehr so leicht heran. Der Mensch aus dem Westen bringt nichts mehr mit, von der Mutter verspätet ermahnt. Immerhin hat er letztens einen Käsekuchen gebacken, mangels eines Ofens zur Not in einem seltsamen Topf, den den Teig mit einem Spezialheizgerät von innen bug. Und da war nicht gerade wenig Zucker drin. Ned gabelte zufrieden vor sich hin und die Hunde, wo doch sonst immer etwas vom Tisch fällt, sprangen vergeblich schnaubend und winselnd um ihre Füße herum.